Liebe Teilnehmer des Hausärztetags, mein Name ist Sami Gaber, ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und ich habe mit Kolleginnen und Kollegen aus dem medizinischen Bereich das Startup DocPort gegründet. DocPort ist ein ärztlich geführtes Unternehmen, das es Niederlassungswilligen oder bereits Niedergelassenen ermöglicht, in der voll digitalen eigenen Praxis zu arbeiten. Ich freue mich über die Gelegenheit, dass wir uns hier wieder persönlich treffen können, um uns auszutauschen, zu vernetzen und voneinander zu lernen. Die letzten 2 Jahre haben uns gezeigt, dass das, was früher für uns im täglichen Miteinander selbstverständlich war, sich plötzlich ändern kann. Für die Allgemeinmedizin und unsere Praxen hat es bedeutet, dass es zahlreiche Neuerungen und Herausforderungen in sehr kurzer Zeit gegeben hat, die uns aber auch die Möglichkeit zur Weiterentwicklung geboten haben. Die Allgemeinmedizin ist deshalb heute nicht dieselbe wie vor 2 Jahren. Zum einen, weil digitale Entwicklungen, die längst überfällig waren, den Weg in den Alltag gefunden haben. Zum anderen aber auch, weil der weiter bestehende Versorgungsengpass neue Akteure aufs Spielfeld gerufen hat mit ihren ganz eigenen Interessen. Deshalb droht der Allgemeinmedizin zum ersten Mal der Ausverkauf und es besteht die Gefahr der Kommerzialisierung, wenn Investoren Interessen Einzug in die flächendeckende Versorgung halten. Die Allgemeinmedizin ist deshalb jetzt wichtiger als je zuvor. Sie darf kein Renditeobjekt werden und wir werden in einigen Jahren auf diese Zeit als Wendepunkt in der ambulanten Versorgung blicken. Wir Hausärztinnen und Hausärzte müssen weiter selbstbestimmt medizinisch arbeiten dürfen, weil wir wissen, dass Heilung Vertrauen braucht und Vertrauen nur über Zeit gewonnen werden kann. Diese Zeit dürfen wir uns nicht abkaufen lassen. Aber wir haben es selbst in der Hand. Wir entscheiden, wie wir arbeiten und wir entscheiden, in welchen Strukturen wir unseren Beruf so ausüben, wie es unserem Berufsverständnis entspricht. Um von den Herausforderungen der modernen Praxisführung nicht weggeführt zu werden, von diesem Kern unserer Arbeit, benötigt es vernetzte Strukturen, die uns dienen. Wir müssen Werbung machen für unser Fach, wir müssen junge Kolleginnen und Kollegen von der Selbstständigkeit begeistern und in ihre Weiterbildung investieren. Deshalb sind Veranstaltungen wie dieser Hausärztetag der ideale Ausgangspunkt, uns zu vernetzen und neue Wege der Zusammenarbeit zu etablieren. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen für die kommenden Tage viel Erfolg, genießen Sie den Austausch und lassen Sie uns die Zukunft unseres Fachs selbst in die Hand nehmen.